Hallo, willkommen bei Mamani, Fiat kann jeder. Ich habe mal wieder zugeschlagen und eine weitere Aktie für mein Depotfundament gekauft. Ja, auch wenn ich mit sinkenden Märkten rechne, bleibe ich weiter aktiv und erweitere mein Portfolio mit interessanten Unternehmen. Das mache ich natürlich jetzt nicht mit Aktien, die in den letzten Wochen nach oben geschossen sind. Also da renne ich jetzt keine Aktie hinterher. Ich halte mich in so heiß gelaufenen Märkten eher an defensiven Werten bzw. Aktien, die immer noch ein Niveau haben, das ich interessant finde. Außerdem möchte ich mit der neuen Aktie den Dividendenbereich bei mir im Depot weiter ausbauen und verstärken. Welche Aktie ich gekauft habe und warum, erfahrt ihr im heutigen Video. Also, ich habe eine neue Aktie gekauft, die ich für die langfristige Anlage plane. Welche Aktie habe ich geholt? Es ist die Boston Properties. Was macht das Unternehmen überhaupt? Also, die Boston Properties ist eine US-amerikanische Immobilieninvestmentgesellschaft. Das Portfolio des 1970 gegründeten Unternehmens umfasst vorwiegend Büroimmobilien und Businesszentren der gehobenen Kategorie, also Klasse A-Immobilien sowie ein Hotel. Erwerb, Entwicklung und Verwaltung der Liegenschaften wickeln regionale Vertretungen ab. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich auf die städtischen Regionen Boston, Washington DC, New York, vor allem Midtown Manhattan, San Francisco und Princeton. Boston Properties zählt zu den weltweit führenden Immobilientrusts. Hauptkunden sind etwa die US-Bundesregierung und diverse Großunternehmen wie Rüstungskonzern Lockheed Martin oder die Citibank. Also die haben schon namhafte Mieter. Ich zeige mal ein paar Immobilien von der Internetseite des Unternehmens, damit ihr euch mal die Qualität der Gebäude ansehen könnt. So, da wären wir jetzt auch schon auf der Internetseite von Boston Properties und hier werden einige Gebäude vorgestellt. Ich scroll mal einmal durch, damit ihr die Gebäude seht, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, ja, über was für eine Qualität der Gebäude wir reden und natürlich auch von der Lage. Na, wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, New York City, mitten in der Stadt drin. Und das sind natürlich auch keine, ja, Klapperbuden, die dann halt irgendwo in B-Lagen liegen, sondern wirklich erstklassige, hochmoderne Immobilien, die wirklich in der 1A-Lage sind. Ja, und dementsprechend muss man das jetzt wirklich bei der Firma auch so sehen. Das ist wirklich ein Klasse A Immobilientrust. So, ich komme einmal durch. Wenn euch das zu schnell geht, dann einfach im Video einmal die Pause-Taste drücken und dann könnt ihr euch die Bilder in Ruhe ansehen. Ich mache das nur einmal, damit ihr nun mal eine Vorstellung bekommt, was für Gebäude das Unternehmen hat. So, und dann sind wir auch schon angekommen unten und das sollte für den ersten Eindruck dann reichen. Grundlegend bin ich ja nicht der größte Fan von Gewerbeimmobilien, aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Zum einen, weil ich hochklassige bzw. hochwertige Immobilien sehr gerne mag und zum anderen, ich habe bis jetzt eher auf Wohnimmobilien gesetzt in meinem Portfolio und daher möchte ich zumindest aus Diversifikationsgründen auch mal ein Unternehmen in mein Depot holen, was in dem Bereich der Gewerbeimmobilien angesiedelt ist. Außerdem wollte ich sowieso noch einen Immobilienkonzern aus den USA haben und den habe ich jetzt mit Boston Properties mir ins Boot geholt. Das Unternehmen hat ja absolut erstklassige Immobilien und das auch in sehr guten Lagen und ja, auch nicht wenige, wie ihr gesehen habt. Insgesamt haben sie wohl so gut 200 Immobilien im Portfolio und mit gut 52,8 Millionen Quadratmeter sind schon ordentliche Flächen vorhanden, die natürlich auch langfristig vermietet sind. So, dann kommen wir mal zu den Kennzahlen. Die Marktkapitalisierung bei dem Unternehmen liegt bei 14 Milliarden Euro. Also eine ordentliche Größe haben sie schon einmal. Das erwartete KGV ist jetzt nicht klein, es liegt bei 26. Ein Wert, der natürlich jetzt nicht zu den günstigsten gehört, aber das ist nun mal so, Qualität kostet halt sein Geld. Sehr schön ist aber die Dividendenrendite bei dem Unternehmen und das ist auch mit ein Hauptgrund, weswegen ich hier reingegangen ist. Die Dividendenrendite liegt bei gut 4,4%. Ein Wert, der einen Dividendenjäger durchaus ins Schwärmen bringen kann. In den letzten Jahren ist die Dividende auch schön gestiegen und in der Corona-Krise stabil geblieben. Also insgesamt war das Bild in der Historie sehr gut gewesen. Traut man den Schätzungen, so wird die Dividendenrendite im Jahr 2025 bis auf gut 4,94% vom heutigen Kurs aus steigen. Also schon mal ein schönes Bild, was wir hier haben. Das Free Cashflow ist mit gut 929 Millionen Dollar auch so hoch, dass die Dividende sicher aus den freien Mitteln bezahlt werden kann. Außerdem gehen die Schätzungen davon aus, dass das Free Cashflow in den nächsten Jahren weiter steigen soll. Die Eigenkapitalquote liegt bei dem Unternehmen bei gut 45,8%, ein Wert, der angenehm hoch ist. Dementsprechend sieht die Verschuldungssituation auch aus. Den Gesamtverbindlichkeiten von gut 14,3 Milliarden Dollar stehen gut 0,5 Milliarden Dollar liquide Mittel Ende letzten Geschäftsjahres gegenüber und gemessen am EBITDA-Gewinn haben wir einen Verschuldungsgrad von 7,7. Klingt recht hoch, aber wenn man mal den Vergleich zieht zu einem anderen Immobilienwert wie Vonovia, die einen Verschuldungsgrad von gut 26 haben, ja, dann sieht man schon,
ja, dass der eigentlich nicht wirklich hoch ist bei dem Unternehmen. Hinzu kommt natürlich, dass die Immobilien auch als Gegenwert den Schulden natürlich gegenüberstehen. Also insgesamt ist die Verschuldungssituation bei Boston Properties nicht schlecht. Dann werfen wir mal schnell einen Blick auf die Zahlen. Ich muss mal einmal kurz hier noch was umblenden, damit ich gleich flüssig auch alles vortragen kann. So, jetzt bin ich schon soweit. Also, beim Umsatz sehen wir in der Historie eigentlich grundlegend ein sehr, sehr schönes Bild. In den letzten 10 Jahren hatten wir eigentlich einen konstant steigenden Umsatz, der natürlich in den Krisenjahren 2020 und jetzt auch 2021 ein bisschen natürlich ja nicht mehr die alte Stärke oder Wachstumsdynamik zeigen konnte wie in den Jahren zuvor. Dennoch sehen wir, dass das Niveau sehr gut gehalten werden konnte und dass wir auch kein großes Einbrechen des Umsatzes in der Krisenzeit gesehen haben. Ja, und da waren ja auch Immobilienunternehmen doch auch gerade im Gewerbebereich stärker betroffen. Aber das Unternehmen konnte zumindest den Umsatz relativ stabil halten. Wir hatten zwar eine Umsatzschrumpfung im Jahr 2020 von -6%, sind aber jetzt im Jahr 2021 schon mal wieder um 4% gewachsen. Und auch die Zahlen, die ich gleich vorlese, zeigen, dass wir wieder ein deutlich besseres Bild beim Umsatz jetzt haben. Und dementsprechend traue ich auch den Schätzungen, die ich hier sehe. Und wir haben hier Schätzungen für dieses Jahr im Umsatzbereich von 3,058 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2023 soll der Umsatz dann auf 3,178 Milliarden steigen und im Jahr 2024 dann auf 3,219 und dann 3,3 Milliarden. Also wir sehen, dass wir eine schöne kontinuierliche Steigerung, so wie auch in der Vergangenheit 4-5% und so, auch in der Zukunft höchstwahrscheinlich sehen werden. Dann kommen wir einmal schnell zum EBITDA-Gewinn. Auch hier sehen wir über die letzten 10 Jahre eigentlich ein schönes, kontinuierliches Wachstum. Die Marge ist auch wunderschön. Wir liegen im Bereich so, ja, was haben wir hier, 57 bis 60. Eigentlich sehr stabil und dementsprechend ist das schon mal ein Bild, was ich auch sehr gerne mag. Ne? Stabile Margen sprechen für ein stabiles Geschäft und natürlich auch für eine stabile Gewinnsituation. Und wir sehen auch in den letzten Jahren, dass grundlegend der Gewinn eigentlich immer gesteigert werden konnte. Wir hatten zwar mal im Jahr 2016 eine Gewinnschrumpfung von -3% und natürlich im Chaosjahr 2020 um -13%. Aber das gleicht sich jetzt alles wieder an und das Unternehmen kann jetzt auch die Gewinne wieder ordentlich steigen. Wir haben auch von den Schätzungen kein schlechtes Bild. Beim EBIT-Gewinn wird vermutet, dass wir dieses Jahr einen Gewinn haben von 1,088 Milliarden US-Dollar. Der EBIT-Gewinn soll dann im Jahr 2023 auf 1,155 Milliarden steigen, im Jahr 2024 auf 1,247 und dann im Jahr 2025 auf 1,312 Milliarden Dollar. Also auch so, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Klar, jetzt hat man natürlich ein paar Probleme gehabt während Corona, aber die Geschäfte scheinen wieder in alten Phasen oder in alten Schwung zu erhalten und dementsprechend wird das Wachstum auch wieder zurückkehren, so wie in der Vergangenheit auch schon eigentlich permanent zu sehen war, kann man davon ausgehen, dass wir das jetzt auch so weiterführen können. Und das erwartete KGV soll auch dementsprechend dann auch ein bisschen runtergehen. Wir haben allerdings ein hohes Niveau, was aber natürlich auch an der Qualität der Firma liegt und auch an dem stabilen Geschäft. Dann würde ich mal sagen, dass ich mal kurz, ja genau, ich musste mich einmal kurz orientieren, auch das muss hin und wieder sein. Das Wetter ist warm, die Konzentration lässt nach, aber ich kriege das alles schon auf der Kette. So, wir haben uns jetzt die Historie angeschaut und natürlich ist aber jetzt auch ganz wichtig, wie das aktuelle Geschäft läuft. Ne? Schließlich muss man ja auch wissen, wie die Taler momentan rollen, wenn man halt irgendwo frisch einsteigt. Ne? Was hilft die Historie, wenn anschließend im aktuellen Geschäft irgendwo die Umsätze und Gewinne wegbrechen? Dann würde es keinen Sinn machen, in ein Unternehmen einzusteigen. Bei Boston Properties sieht das aber nicht so schlimm aus. Wir haben hier nämlich die letzten Geschäftszahlen vom 27.07.2022 und die sehen nicht schlecht aus. Das Ergebnis der Aktie lag nämlich da bei 1,42 Dollar nach 0,71 Dollar im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von ordentlichen 8,42% im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr und jüngst wurde der Umsatz bei 773,9 Millionen US-Dollar ausgewiesen und im Vorjahreszeitraum waren es noch 713,8 Millionen US-Dollar. Gewesen, die es in den Büchern standen. Also wir sehen, dass beim Umsatz und Gewinn wieder ordentlich Fahrt aufgenommen wird und dass durchaus die Schätzungen, die jetzt hier angezeigt werden, eigentlich auch geschafft werden.
Ja, man muss wirklich sagen, die Geschäfte laufen wieder. Ne? Um einiges besser wie im letzten und vorletzten Jahr. Und natürlich muss man auch die Sondersituation im Jahr 2020 und 2021 für so einen Gewerbeimmobilienbetreiber oder Trust halt mit berücksichtigen. Und somit gefallen mir die Zahlen, die ich jetzt hier gesehen habe, für das letzte Quartal sehr gut. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die letzten vier Quartalzahlen nicht schlecht aussahen. Ich habe mir die mal angeschaut und die Erwartungen wurden beim Umsatz und Gewinn jedes Mal geschlagen. Und das ist natürlich in so einem wirtschaftlich angeschlagenen Umfeld, wie wir es momentan haben, ein sehr gutes Bild. Dann schaue ich noch schnell auf das Analystenbild. Das ist ja auch immer ganz interessant. Und wenn ich mal dahin scrollen könnte. Oh, der hakt wieder. Eieieiei. Na gut. Jetzt sind wir aber angekommen. Na, noch einmal zurück. So, jetzt haben wir es. Also, wir haben insgesamt 21 Analysten, die das Unternehmen beobachten. 57% sagen kaufen, 38% sagen halten, 5% sagen verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105,10 Euro. Aktuell haben wir so 86,74 Euro. Und die Kursziele liegen in der Spanne von 78,97 Euro bis 143,13 Euro. Also es gibt auch Kursziele oder ein Kursziel, wahrscheinlich von demjenigen, der verkaufen sagt, was unter dem aktuellen Kurs liegt. Aber die meisten liegen über dem aktuellen Kurs und der Durchschnitt hat momentan so ein Aufwärtspotenzial von gut 21%. Und wenn man die höchsten Kursziele nimmt, dann wäre sogar noch ein Aufwärtspotenzial bis zu 65% möglich. Dann huschen wir mal schnell zum Chart. Beim Chart sehen wir über die letzten 10 Jahre einen grundlegend eher seitlichen Trend. Das finde ich aber jetzt nicht wirklich schlimm, denn man sieht auch, dass die Aktie immer wieder in der Spanne von 60 bis 136 Euro läuft. Aktuell ist die Aktie von den 2020 Hochs schon gut 36,7% zurückgelaufen. Ja, ist halt ein Wert, den ich in Schwäche aufbauen jetzt werde. Anders ausgedrückt, müsste die Aktie jetzt gut 58% steigen, um die alten Hochs wieder zu erreichen. Wir haben aktuell ein Kursniveau erreicht, das wir schon 2012, 2013, 2014 und 2020, 2021 erreicht haben. Ja, nicht vergessen sollte man natürlich die üppige Dividende, die auch jedes Jahr gezahlt wird. Nach dem März 2022 Hoch bei gut 120 Euro ist die Aktie jetzt ordentlich nach unten gelaufen und aktuell haben wir ein Niveau erreicht, das zwischen der 50er Fibonacci-Linie bei 89,83 Euro und 82,78 Euro verläuft. Jetzt kommt meine Vorgehensweise bei dem Unternehmen. Ich bin jetzt mit einem ersten Fuß in das Unternehmen eingestiegen. Bei weiteren Rücksetzern, sprich einem Unterschreiten der 38,2er Linie, würde ich die Position zu einer festen Größe bei mir im Depot aufbauen. Sollte die Aktie weiter zurücklaufen, und ausschließen kann man das natürlich nie, dann könnte ich die Position dann bis in den Bereich 800 bis 1200 Euro in meinem Depot aufbauen. Jeder Rücksetzer ab diesem Kursniveau würde mich zu einem Kauf ermutigen, denn das Geschäft läuft bei dem Unternehmen sehr stabil, die Gewinne sind jedes Jahr vorhanden und bei der stabilen Dividende würde natürlich jeder günstigere Kurs gleichbedeutend sein, dass die Dividendenrendite von der doch sehr stabilen Dividende noch weiter steigt. Für mich ist dieses Niveau sehr interessant, um den Positionsaufbau jetzt zu beginnen. Also, um das jetzt mal abzuschließen. Das Unternehmen hat erstklassige Immobilien, starke Mieter, die Verschuldung ist okay, das Geschäft läuft stabil und in den letzten Quartalen sogar besser als erwartet. Gewinne fallen jedes Jahr an, Free Cashflow ist gut und eine ordentliche Dividende von gut 4,4% ist auch vorhanden. Na, genau das, was ich aktuell halt suche. Hinzu kommt ein gewisses Kurspotenzial, denn die Aktie könnte in ruhigeren Zeiten durchaus wieder Richtung 120 Euro laufen. Klar, steigende Zinsen sind aktuell für Immobilienwerte nicht ideal, aber grundlegend wissen wir ungefähr, was an Zinsen auch auf uns zukommt. Sollte es irgendwann mal wieder mit den Zinsen dann runtergehen, und aktuell wird ja schon vermutet, dass eventuell 2023 die ersten Schritte in diese Richtung kommen könnten, ja, dann wird eine Firma wie Boston Properties natürlich davon auch profitieren. Die Schulden sind bei dem Unternehmen auch jetzt nicht abstrus hoch und dank einer guten EBITDA-Marge und stabilen Gewinn können sie höhere Zinsen durchaus verpacken. Nicht vergessen sollte man die Immobilien, die das Unternehmen in erstklassigen Lagen liegen hat. Sind ja auch dann ordentliche Werte, die da liegen. Ich finde auf jeden Fall das aktuelle Niveau für den ersten Schritt in die Aktie sehr interessant. Und sollten die Kurse jetzt weiter sinken, ja, habe ich überhaupt kein Problem damit, die Position weiter auszubauen. Aktuell bin ich mit gut 25% meiner geplanten Summe drin. Also dementsprechend habe ich noch genügend Puffer, um die Position bei Schwäche weiter auszubauen. Jeder Kursrutsch bedeutet bei so einem stabilen Unternehmen, dass die Dividendenrendite natürlich auch dann steigt und dass auf Jahre gesehen auch das Kurspotenzial in die Höhe klettert. Im Gewerbebereich fühle ich mich bei einem Unternehmen, das vor allem auf Qualitäts,
ja, Gebäude oder Immobilien setzt, ganz wohl. Und daher starte ich jetzt mal in die Aktie. Na, schauen wir mal, was sich daraus machen lässt. So, das war's dann für heute. Ich verabschiede mich und hoffe natürlich, dass der Blick auf die Aktie bzw. meine Kaufidee euch gefallen und auch ein wenig geholfen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich selber einen Daumen hoch freuen. Ja, das würde mir natürlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ne, kann ja mal vergessen werden, wenn man so schöne Gebäude sieht. Ja, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke.